zu Kill It With Fire. Dem... Bitte? Machen wir auch. Am Nachmittag. Wenn ich zurück bin. Ja, gut, dass ich dich hab, Finn. Habe ich schon vergessen. Wird dir auch nicht gefallen, ist nämlich nur ein gutes Spiel dabei. Aber mach mal. Hast recht, wenn ich von Pokémon zurück bin, Finn. So, also, nach dem kurzen Einwand vom Finn, geht's los mit Kill It With Fire. So, zack, zack, noch kurz den Chat anschauen. Also, das Spiel gibt's für 12 Euro auf Steam, auf GOG, im Epic Store. Könnt's überall euch runterladen. Ich habe euch den Green Man Gaming, das ist der Publisher, da habe ich den Store-Link reingefügt. Vase nehmen. Das Ziel ist, so viele Spinnen wie möglich auf so brutale Art wie möglich zu töten. Das ist das Spiel, ja? Ah, da ist einer. Ah. Es gibt auch ein tolles Spiel. Es ist kostenlos auf Steam und heißt Home. Wie? Go? Home. Home. Okay, was muss man da machen? Ich höre sie. Hi, Umit. Ah, da ist eine. Weg, weg, alle weg, alle töten. Nein, mit einem Klemmbrett gerade. Aber das Spiel ist schon geil. Jawohl. Drauf auf die Luzi. So. Wandschranktür öffnen. Den Tracker holen. Hol den Spinnentracker aus dem Wandschrank. So, rechte Maustaste, Spinnen finden. Okay, cool. Dum, dum, dum. Da ist noch eine drin. Okay. So, komm, ich wirst geblumt. Schade. Ein Proteinshake. Kann man die nehmen? Ja, die kann man auch nehmen. Du kannst wahrscheinlich alles nehmen. Zum Spinnen töten. Da ist. Ein was nehmen, Finn? Ein Baby. Ein Baby kannst du sicher auch zum Spinnen töten nehmen. Zerstören mache ich so gerne. Das beste Spiel. So, 10 für 10 Spinnen kann ich das öffnen. Okay, dann habe ich die Anzeige auch begriffen. Aber wo sind die? Wie kann ich das machen? Mehr Feuerkraft. Hol das Haarspray aus dem Badezimmer. Da muss ich 4 Spinnen töten für. Ah, vielleicht da oben bei den Blumen. So, kann ich da eigentlich Waffe wechseln? Na, hab nur eine. So, da ist der Spinnentracker. Da ist einer. Jawohl.
fantastisches Spiel. Das hätte ich mir, vielleicht nicht auf Steam, weil ich nicht so der Steam-Fan bin, aber das hätte ich mir, wenn es auf der Switch wäre, auch gekauft. Alles. So ist es aber, wenn Spinnen sind in der Wohnung. Da machst alles einfach kaputt. Zum Schluss brauchst du einfach eine neue Wohnung. Ah, schade. Die Sache ist natürlich noch dumm. Oh. Die Sache ist natürlich nur dumm, dass die blöde Spinne... dass wir bisher die Spinne nur mit dem einen Teil da getötet haben. Oh, kann ich das da durchs Fenster werfen? Na. Schade. So, wo ist sie jetzt? Jetzt habe ich es aus den Augen verloren. Dreckige Spinne. Ah, Frankenstein spielt Transportfieber. Nice. Okay, ich muss den Tracker nehmen. Bisschen Overkill jetzt mit dem Fernseher. Okay. Mit Büchern werfen. Ja, die Sache ist halt, ich finde sie jetzt nicht. Kann ich auch in die Hocke gehen? Ja, nice. Hätte natürlich vorher mal schauen müssen. Aber die Sache ist halt, Maus und Tastatur ist nicht so meins, deswegen weiß ich die ganzen Kniffe nicht. Ich gehe mal raus und schaue ich mal, ob ich ins Badezimmer komme. Wo es Haarspray ist. Okay, da ist nichts. Ah, okay, cool. Aber da komme ich natürlich jetzt trotzdem nicht raus. Blöde Spinne. Alles wird so klump gehauen. Jasmin? Das ist jetzt nicht live, also das ist schon live für die Leute, die es jetzt sehen, aber für dich, wenn du das siehst, wird es nicht live sein. Das ist genau dein Spiel. Da ist er. Da kannst du Spinnen töten üben. Und da kannst du dann daheim auch ein Spiel draus machen. Wenn du es mit Brutalität nicht übertreibst, das sind ja immer noch Lebewesen dann. Es ist aber auch unfair, dass die sich da unter der Couch versteckt. Soll ich denn da drankommen?
Ah, da ist er. So, jetzt haben wir das Badezimmer freigeschaltet. So. Jetzt hole ich Feuer. Dann werden wir mal schauen, ob ich da nicht unter die scheiß Couch komme. So, da ist Feuer. Okay, jetzt brennt die ganze Bude, aber... Ich muss noch eine mit dem Buch kaputt machen. Okay, eine Spinne noch. Okay, das war's. Haben wir nicht geschafft, schade. Ja? Ey, aber lustig. Dreizehn Minuten. Okay, es gibt Update-Punkte.
Es gibt offensichtlich, ich habe noch nicht so weit freigespielt, es gibt offensichtlich verschiedene Wohnungen, verschiedene Locations. Jetzt im Ende Wohnung, Ausgeburt des Bösen, töte Jungspinnen. Okay, da können wir rein mit 20, also 20 brauchen wir. Zerschlage Bilderrahmen habe ich doch gemacht. Jawoll. Alter, ist das lustig. Da kann ich auch hinwegsehen, dass die Grafik nicht so prickelnd ist. Ich bin der Spinnenkillgott. Da können wir nicht aus mehr herkommen. Ach Gott, meine Hand schläft schon wieder ein. Okay.
Alter, aufladen. Ja, aber wie nehme ich die? Das ist natürlich die Frage. Ausrüstung wählen. Okay, also Ausrüstung haben wir auf jeden Fall mal viel. Schauen wir mal Hilfe. Einstellungen. Allgemein. Sprache Deutsche. Tastatur und Maus. Okay. Angreifen, Tracker ansehen, interagieren, E, Ausrüstung, Q, nachladen, R, okay. Okay. Vielleicht, wenn ich den Tracker in der Hand habe. Vielleicht sind das nicht die Batterien für den, für das Gerät. Das kann natürlich auch sein. Alter Fuchs.
schauen wir noch mal kurz bei der Einstellung, ob wir auch noch mehr machen können. Na. Das ist ein Streamzimmer, sehr lustig. Ich glaube, das Zimmer habe ich ordentlich kaputt gemacht. Ah, da ist der Skelettschlüssel. Geil. Ich habe ihn doch mitgenommen. Ah, okay. Da ist einer. So, gehen wir mal schauen, ob wir hier noch was haben. Oh, eine Zigarette.
Ich drück die ganze Zeit auf Ansehen. Aha, okay. Aha, dann kann ich das drehen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Willst du auch mal spielen, Finn? Kamera ist eh aus. Hä? Ne? Vorstadtgeheimnisse. Danke, netter YouTube-Mensch. Ich sehe den YouTube-Chat leider gerade nicht. Nicht böse sein, ich bin auf Twitch gerade. Da sehe ich den Chat. Aber ich habe auch keine Munition, scheiße. Bin Mr. Spinne. So, jetzt haben wir noch da hinten den, wo wir kaputt schlagen müssen. Da wird nichts mehr sein. Glaube ich. Jetzt haben wir fast alle Spinnen ausgelöscht. So, da ist das Bild. Okay, ich glaube, der Rahmen ist kaputt. Okay, da haben wir einen Bilderrahmen. Thank you.
Alter. Hi, Fabi Boutique. Müssen wir mal schauen, ob man mich überhaupt hört. Ja, man hört mich. Sehr gut. Wie geht's dir? So, drei Bilderrahmen. Zwei Bilderrahmen. Wow. Machen wir es mal wieder ganz leer, ob ich die Batterien da kriegen kann. Das hätte ich wahrscheinlich in den PC stecken können. Gut, da in dem Raum ist nichts. Immer noch eine. Thank you.
Alter, ich krieg es nicht hin. Gut, ich würde sagen, wir gehen weiter. Bilderrahmen kriege ich offensichtlich auch keine hin. Okay, den einen noch. Da war's, da war's, da war's. Okay. Okay, das waren die Batterien. Okay, jetzt suchen wir auf jeden Fall den scheiß Bilderrahmen, weil das wäre dumm, wenn wir da den Tresor kriegen würden. Da haben wir auch Batterien. Ist kein Bild mehr. Aber ich nehme an, dass das so irgendwie einer ist, der einfach so rumliegt. Da war er. So, jetzt können wir in den Safe.
Okay, cool. Also, jetzt schauen wir mal, ob da jetzt noch was anderes kommt. Puh, eine halbe Stunde. Bist du deppert. So, Upgrades. Cargo Shorts. Ich habe keine Punkte, okay. Da haben wir nichts. Okay, das Level machen wir noch. Töte springende Spinnen, okay. Eine Mission ist, den ganzen Kühlschrank leer machen. Schau mal, ob die Oma Ellen schon angerufen hat. Warum hast du da nicht abgehoben und zurückgerufen? Hä? Du solltest aber schon so einstellen, dass du es mitkriegst. Ich schalte überhaupt nichts leise, Finn. Wie gesagt, ich mach da überhaupt nichts. Ich mach nur Omelette an und Pokémon an und mach ab und zu das WLAN aus. Entschuldigung. Ah, da war eine Batterie.
die nicht kaputt kriege. Okay, mach mal Küchen-Overkill. Ah, da oben sind auch noch welche. Okay. Was haben wir da? Thank you.
das ist natürlich blöd. Was müssen wir wirklich hinlaufen? Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt haben wir noch 6, 7 Werkzeuge. Solange das alles in der Werkstatt ist, ist das ja kein Problem. Okay, wir haben noch 4 Items. Da hinten, das könnte auch eins sein. Ja. Schauen wir mal raus. Das sind nur Haushaltsartikel. Okay, also ist das fix in der Werkstatt. Da muss ich nur noch einen Ticken genauer schauen. Thank you.
Da ist er. So, und jetzt noch die Schraubendreher. Und noch ein Hammer. Ja, aber einen Hammer sollten wir ja easy finden, der ist riesig. Da könnte es noch sein, dass es von der Explosion halt rausgeschleudert wurde. Als wäre da noch ein Versteck. Thank you.
Oder scheiße, ich sehe es aber auch nicht. Schauen wir nochmal, vielleicht haben wir da was übersehen. Na, hör mal auf. Ja, also das war eine Stunde mit Kill It With Fire. Da ist, das könnte einfach was sein. Es ist viel Spinnen töten, viel suchen. Es macht mir Spaß. Ich finde es kurzweilig. Es ist nicht so, dass man das 100 Stunden spielt wahrscheinlich. Aber gerade so, dass ich die Werkzeuge jetzt da nicht finde. Macht mich schon wütend. Vielleicht sind sie einfach verbrannt. Gut, also kurzweilig. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Dabeisein. Da sind die Level, also 8 Level hat man. Und ein verstecktes. Also 9. Wir sind immer noch im ersten. Na, ist gar nicht wahr. Wir haben das dritte jetzt. Okay. Naja.